Hallo und herzlich willkommen bei Immobilienrecht Top Aktuell. Heute kümmern wir uns beim Thema Nachbarrecht einmal um Schäden durch Bäume. Was ist passiert, meine Damen und Herren? Platanen stehen auf dem Grundstück. Eine Platane verliert einen großen Ast. Dieser Ast fällt auf ein Auto. Das Auto wird in Höhe von 6.000 Euro geschädigt. Der Eigentümer des Autos verlangt Schadenersatz. Das ist passiert in einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Diese Wohnungseigentümergemeinschaft hatte einen Grundstücksaußenbereich, der mit solchen Platanenbäumen bestanden ist. Gleichzeitig standen dort Autos geparkt, auch vorschriftsmäßig auf dafür eingerichteten Kfz-Einstellplätzen. Damit eben das, was passiert ist, nicht passiert, hat die Wohnungseigentümergemeinschaft extra ein Gartenbauunternehmen beauftragt, sich die Bäume anzuschauen und bei Gefahren einzugreifen, die Bäume zu stutzen, Totholz zu entfernen, die Pflegeschnitte auszuführen, Astbrüche zu vermeiden. Das hat in dem Fall, den der BGH dann Ende des Jahres 2019 entschieden hat und den ich Ihnen gar nicht vortragen möchte, auch der beauftragte Gartenbauunternehmer im Januar des Jahres getan. Im Mai kam es dann zu dem beschriebenen Schadenereignis. Jetzt sagt der Kfz-Eigentümer natürlich, das Geld möchte ich gerne wiederhaben. Und er verklagt die Wohnungseigentümergemeinschaft auf 6.000 Euro Schadenersatz. Gutachterkosten, Reparaturkosten und was da alles so in einzelnen Schadenpositionen dann zusammenkommt. Die Wohnungseigentümergemeinschaft schüttelt den Kopf und lehnt ab. Die Sache geht zu Gericht. Der BGH, man glaubt es kaum, entscheidet in letzter Instanz und, Spannung, gibt der Wohnungseigentümergemeinschaft recht, nicht dem geschädigten Eigentümer des Fahrzeuges. Der hatte geltend gemacht, im Hinblick auf die Bäume im Gemeinschaftseigentum obliege der Wohnungseigentümergemeinschaft eine Verkehrssicherungspflicht. Also die Pflicht, immer und durchgängig für den möglichst gefahrlosen Zustand des Grundstücks, der Gebäude, der Bäume, Sträucher und Pflanzen, die darauf stehen, zu sorgen. Das sei hier verletzt worden, denn nur eine einmalige Sichtkontrolle pro Jahr, das sei nicht ausreichend. Es müsse mindestens zweimal kontrolliert werden. Der BGH, der auch Sachverständigen Aussagen dazu verwertete, kam zum anderen Ergebnis. Nein, die Verkehrssicherungspflicht sei nicht verletzt. Eine einmalige Sichtkontrolle der Bäume pro Jahr reiche aus. Im Übrigen, Hilfsargument, es besteht gar keine Verkehrssicherungspflicht der Wohnungseigentümergemeinschaft gegenüber dem einzelnen Mitglied intern. Diese Verkehrssicherungspflicht würde nur nach außen zu dritten Personen gegenüber wahrzunehmen sein, die nicht selber Grundstückseigentümer sind und die deswegen außerhalb der Wohnungseigentümergemeinschaft stehen. Nun ja, möglicherweise mag der Klägervertreter gedacht haben, dann schieben wir für den Fall, dass der BGH so argumentiert, hat er ja auch gemacht, noch ein Hilfsargument hinterher und hat gesagt, auf jeden Fall befinden sich die Wohnungseigentümer zueinander in einem besonderen Treueverhältnis. Das liegt daran, dass man gemeinsam eine Hauswirtschaft hat, dass man gemeinsam ein Gebäude aus mehreren Wohnungen bewohnt, dass man gemeinsam auch Anteile am Gemeinschaftseigentum hat. Da ist eine besondere Näheverbindung gegeben, die ist rechtlich zementiert, die hat auch wirtschaftliche Auswirkungen. Da wachsen besondere Schutzpflichten draus, Fürsorgepflichten draus. Darauf muss man eingehen, man muss also den anderen dann eben auch vor Schaden bewahren. Nein, hat der BGH gesagt, insofern würde man das Schadensbild, wenn man es dort einordnete, falsch einordnen. Denn so einen großen Pflichtenkreis gibt es aus dieser Rechtsfigur nicht. Die existiert zwar in ständiger Rechtsprechung, aber nicht so eingehend. Und nun gibt der BGH am Ende noch einen Tipp und sagt, der Vertrag, den die Wohnungseigentümergemeinschaft, möglicherweise vertreten durch den Wohnungseigentumsverwalter, mit dem beauftragten Unternehmer abgeschlossen hat, der sei ein Vertrag mit Schutzwirkung auch für den einzelnen Eigentümer. Der sei zwar am Vertrag nicht beteiligt, könne aber trotzdem, weil er eben sehr nah mit der vertraglich zu erbringenden Leistung in Kontakt kommt, hier also das Abstellen des parkenden Autos auf dem dafür vorgesehenen Stellplatz im Grundstücksaußenbereich unter den Bäumen, selbst im Schadenfalle dann gegen einen Auftragnehmer, hier also den Gartengestalter, Regressansprüche geltend machen.
Das setzt natürlich voraus, und jetzt fängt sich alles wieder, dass es hier zu einer Pflichtverletzung gekommen ist. Und das hatten wir eben schon im ersten Argument verneint. Eine Verkehrssicherungspflicht ist hier nicht verletzt worden und eine einmalige Sichtkontrolle reicht aus. Also auch der Gartenbauunternehmer, dem die Bäume überantwortet worden sind, der hat nichts falsch gemacht. Ergebnis und Siegerehrung, meine Damen und Herren. Dieser Hinweis des BGH, du kannst gleich gegen den Beauftragten selbst vorgehen, ist hier in diesem Fall theoretisch geblieben. Es bleibt bei einem Kaskoschaden, der so hoffentlich über die Kaskoversicherung dann auch abgerechnet werden kann. Wenn Sie weitere Informationen dazu wünschen, abonnieren Sie einfach meinen Kanal und vergessen Sie nicht die neben dem Abonniert-Button erscheinende kleine Glocke. Wenn Sie die auch aktivieren, bekommen Sie immer Nachricht darüber, wenn ich einen neuen Film eingestellt habe, und Sie bleiben in der Informationslage stets top aktuell. Ich würde mich freuen, meine Damen und Herren, vielleicht sehen wir uns ja bald auf diesem YouTube-Kanal wieder. Für heute vielen Dank.